sind Ursache und Wirkung tatsächlich so fest miteinander verbunden, wie wir das immer dachten? Und wie sieht das in Burkertheims sechsdimensionaler Welt aus? Und was ist mit dem freien Willen? Um diese Fragen geht es in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkertheim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Wenn von zwei Ereignissen A und B A als die Ursache von B festgestellt werden kann, dann muss für jeden Beobachter A vor B stattgefunden haben. Das ist eine exakte Definition von Kausalität. Unsere moderne Vorstellung von der Welt und auch von Physik ist ohne dieses Prinzip Kausalität gar nicht machbar. Wir brauchen es auch, um unsere Alltagserfahrung zu bewerten. Es handelt sich aber nicht um ein physikalisches Grundgesetz, sondern um ein philosophisches, ein metaphysisches Konzept. In der speziellen Relativitätstheorie ergeben sich ein paar Probleme, die sich durch die Zeitdehnung, die aus der Zeitdehnung bei sehr hohen Geschwindigkeiten kommen. Deswegen ist in diesem vorgenannten Satz dieser Passage für jeden Beobachter so wichtig. Man könnte auch hinzufügen, für jeden Beobachter, egal wie schnell er sich bewegt. Auf jeden Fall bleibt das Kausalitätsprinzip auch dann erhalten, wenn sich Raum und Zeit relativ zueinander verhalten und gedehnt und gestaucht werden und wie das eben in der SAT ist. In der Quantenphysik nun wiederum gibt es das Phänomen der Verschränkung. Dabei bleiben zwei Teilchen miteinander verbunden, auch wenn sie makroskopische Entfernungen zueinander haben. Theoretisch können sie Lichtjahre voneinander entfernt sein. Wenn man den Spin des einen misst, weiß man jedoch automatisch, wie sich der Spin des anderen verhält. Dies scheint die Gesetze der Kausalität zu verletzen, weil hier eine Informationsübertragung mit Überlichtgeschwindigkeit stattfinden müsste. Das ist ein Problem in einer vierdimensionalen Raumzeit, weil Informationsübertragung nur mit Lichtgeschwindigkeit stattfinden könnte. Es klingt für mich immer ein bisschen wie eine Ausrede, wenn Physiker dann sagen, ja, hier wird zwar ein Zustand übertragen, aber keine Information und schon gar nicht eine technisch nutzbare. Und deswegen ist das Kausalitätsprinzip nicht verletzt. Ich glaube wirklich, das ist eine Ausrede, um eine schwierige Grundsatzdiskussion über unser Weltbild und die Struktur der Realität zu vermeiden. Wir werden aber gleich sehen, dass sich das elegant lösen lässt. In Burkertheims sechsdimensionaler Welt gibt es zwei zusätzliche Dimensionen jenseits von Raum und Zeit. Diese sind entelechial und teleologisch, das heißt, sie stellen Struktur- und Evolutionskoordinaten dar. Jede Art von Daseinsformen, egal ob Elementarteilchen, einzelne Zelle oder der menschliche Geist, sind darin entsprechend ihrem Organisationsniveau geordnet. In zahlreichen anderen Videos habe ich schon über diese Dimensionen ausführlich gesprochen und auch über die paraphysikalischen, parapsychologischen Phänomene berichtet, die man mit diesen beiden Dimensionen gut erklären kann. Nun ergibt sich eine ganz zentrale Frage. Wenn es Vorgänge gibt, die jenseits von Raum und Zeit ablaufen, warum sollte dann das Kausalitätsprinzip in der vierdimensionalen Raumzeit erhalten bleiben, wenn sich diese Vorgänge in der vierdimensionalen Raumzeit manifestieren? Viele Menschen haben Erfahrungen mit Gedankenübertragung oder Präkognition. Man denkt an jemanden und wenige Sekunden später klingelt das Telefon und er ist dran. Die eigenen Haustiere erfassen, wann man nach Hause kommt, auch wenn der Zeitpunkt irregulär ist, obwohl sie es nicht hätten hören, schmecken, riechen können. Telepathie zwischen engen Angehörigen oder Partnern, über tausende von Kilometern Entfernung, alle Phänomene der Intuition, einschließlich der Übertragung von Wissen aus kosmischen Quellen, so wie man es mit der Natal-Methode lernen kann und was ich euch beibringen kann, checkt dazu gerne mal meine Homepage aus, all das gehört dazu. Nach physikalischen Vorstellungen sind solche Vorgänge akausal, eben weil keine Ursache ausgemacht werden kann. Es gibt die Theorie von Dr. Lucado, die besagt, dass all diese Vorgänge auch durch quantenphysikalische Verschränkungen, durch das Phänomen der Verschränkung erklärt werden können. Diese Theorie hat allerdings zwei Haken. Erstens können damit nur die animistischen Phänomene erklärt werden, also solche, die lebende Personen involvieren oder von ihnen ausgehen, und nicht die spiritistischen. Die Spiritistischen sind die, die echte Geister sozusagen zum Ursprung haben, also wo es keine Fleisch- und Blutkomponente gibt. Und zweitens wird ja ganz eindeutig das so hochgehaltene Kausalitätsprinzip verletzt, eben weil ganz sicher hierbei Information übertragen wird durch diese hypothetische Verschränkung.
Und das wiederum müssten die meisten Physiker dann ausschließen, weil das Kausalitätsprinzip verletzt wird. In Burkhard Heims sechsdimensionaler Welt jedoch ist diese Verschränkung sehr leicht verständlich. Zwei Elementarteilchen können beliebig weit voneinander entfernt sein, sie können aber nach wie vor von einer gemeinsamen Maxime, das ist eine nicht raumzeitliche, also nur in den Dimensionen 5 und 6 vorhandene Entität, allgemein gesprochen, sie können von so einer Maxime gesteuert sein. Und der ist Entfernung und Zeit ganz egal. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es tatsächlich so ist, wie die Quantenphysiker sagen, nämlich dass keine Informationen über diese Verschränkung durch diese Verschränkung von Quantenobjekten übertragen werden kann. Dann müssen wir jetzt eine ganz wichtige Einschränkung machen oder eine Feststellung vielmehr, nämlich dass diese Aussage auch nur für einzelne Quantenobjekte gilt. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie leichtfertig und geradezu naiv über dieses Fakt hinweggegangen wird, dass wir Aussagen über Einzelteile machen und dann automatisch schlussfolgern, dass eine Gesamtheit, und mag sie auch aus den Einzelteilen bestehen, sich nach den gleichen Gesetzen verhalten muss. Die lebendige Erfahrung mit Telepathie und Präkognition, die wird eben nicht von Quantenobjekten gemacht, sondern von komplexen, beseelten Wesen, die auf einem viel, viel höheren Organisationsniveau sind und damit auch viel, viel höhere Freiheitsgrade haben. Die sogenannte unbelebte Materie verhält sich nach den Regeln der Physik und der Chemie und ist dem Entropieprinzip unterworfen. Belebte Materie stellt ein Organisationspotenzial dar, das diese Gesetze sprengt. Das sieht man bereits an den einfachsten Vertretern der belebten Materie, der DNA und den Enzymen. Diese verhalten sich entgegen aller thermodynamischen Wahrscheinlichkeit. Die ordnenden Effekte, die da auftreten, die müssen aus Sicht der klassischen Physik bereits als akausal erscheinen, eben weil man keine Ursache feststellen kann. Zumindest keine Ursache, die überzeugt. Es wird sehr viel da hineininterpretiert und konstruiert, aber das ist alles nicht überzeugend. Auch aus Sicht der Burkhard-Heim-Physik müsste das bislang als akausal erscheinen, eben weil die bisherige Definition von Kausalität sich nur auf die vier Dimensionen bezieht. Und was für einzelne Enzyme gilt, gilt für höhere Lebewesen oder gar Menschen in einem noch viel, viel höheren Maße. Wir verhalten uns in jedem einzelnen Augenblick völlig akausal in Bezug auf die bekannten physikalischen Naturgesetze. Auch jeder Wissenschaftler verhält sich völlig akausal, wenn er Aussagen über Kausalität macht, komischerweise, und es fällt ihm nicht auf. Müssen wir also das Prinzip von Kausalität über Bord werfen? Nun, wie jede Art von physikalischem Gesetz, so hat auch das Kausalitätsprinzip einen Gültigkeitsbereich. Bisher wurde es verabsolutiert, weil man nur die vierdimensionale Raumzeit darin kannte und deshalb hatte es einen Absolutheitsanspruch. Nun aber müssen wir sagen, das Kausalitätsprinzip gilt, solange kein höheres Organisationspotenzial wirksam ist. Was bedeutet höher? Es bedeutet, dass keinerlei Lebensprinzip auf die Materie wirken darf und sie absolut tot sein muss. Man kann in Zweifel ziehen, ob so etwas überhaupt möglich ist, weil jede Art von Materie von irgendwelchen entelechalen Resten beeinflusst werden kann, gewissermaßen als ein lebendiges kosmisches Hintergrundrauschen. Aber wenn man diese Art von perverser Idealisierung vornimmt, pervers, weil es hier um die völlige Abtötung von Leben geht und die völlige Sezierung, dann kann man sagen, dass das klassische, starre Kausalitätsprinzip gilt. Nun haben wir transzendente Organisationspotenziale, die sich völlig unabhängig von Raum und Zeit, also von Materie, austauschen können und interagieren können, bevor sie überhaupt sich materiell manifestieren. Die Frage ist nun, ob man hier eine neue Art von Kausalitätsprinzip definieren kann. Denn auch wenn ich sage, das klassische Kausalitätsprinzip gilt nicht, ich spreche ja trotzdem ständig von Ursache und Wirkung oder impliziere diese zumindest. Ich sage, das Protein faltet sich zwar nach klassischen thermodynamischen Vorstellungen akausal, aber die Ursache für die Faltung ist ja ein transzendentes Organisationspotenzial. Und dass ich gleich weiß, wer anrufen wird, das ist ja auch irgendwie, das muss ja eine Ursache haben, dass das übertragen wurde. Auch wenn das als akausal sich darstellt. Deshalb will ich nun den Versuch einer neuen Definition von Kausalität machen in sechs Dimensionen, indem ich sage,
Wenn ein Vorgang, egal ob raumzeitlich oder transzendent oder beides, von einer Maxime gesteuert wird, so ist diese Maxime die Ursache seiner Entwicklung. Diese Definition ist im Grunde genommen die genaue Umkehrung der bisherigen. Denn wir haben hier einen Telos, ein Ziel. Dieses ist in die Zukunft gerichtet, während wir bisher Kausalität immer nur als die Wirkung von etwas Historischem, etwas Vergangenem betrachtet haben. Die tote Kausalität ergibt sich trotzdem als Spezialfall aus dieser Definition, wenn nämlich eine Maxime wirkt, die ein rein statistisches Verhalten fordert, wie wir es bei einzelnen Elementarteilchen beobachten können. Dann erscheint erstens das Verhalten solcher einzelner Teilchen völlig akausal, so wie es die Quantentheorie fordert, und zweitens erscheinen Kollektive dieser Teilchen, tote Kollektive wohlgemerkt, als kausal deterministisch, weil hier sich die einzelnen Wahrscheinlichkeitszustände überlagern zu einer neuen Maxime. Burkhard Heim spricht hier von einer Extra-Maxime und dadurch sozusagen das wahrscheinlichste Verhalten des gesamten Kollektives verwirklicht wird. Und als Folge davon erscheint jetzt überhaupt erst der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, also das Entropieprinzip. Der ist jetzt kein fundamentales Naturgesetz mehr, sondern nur noch eine sekundäre Erscheinung. Direkt geknüpft an das Kausalitätsprinzip ist natürlich die Frage nach dem freien Willen. Auch hier ist die Vorstellung, dass es sich bei dem Universum und damit auch bei Menschen um einen zwar komplexen, aber dennoch seelenlosen Apparat handelt, für viele Wissenschaftler und Denker die Begründung dafür, dass sie sagen, es gäbe keinen freien Willen. Liegt jedoch allen Vorgängen in der Natur eine intrinsisch angestrebte teleologische Richtung zugrunde, dann muss man sagen, alles, was geschieht, ist Ausdruck eines freien Willens. Die Freiheitsgrade der höheren Organisationsformen sind dabei Ausdruck eines schöpferischen Willens, eines schöpferischen Impulses, der stets danach strebt, zu wachsen und sich zu vermehren. Der große Irrtum unserer zeitgenössischen Naturbeschreibung ist der, dass wir uns völlig willkürlich auf die Gesetze der toten Materie konzentrieren und die dann aber in einem Anflug von kosmischer Anmaßung verabsolutieren, als gäbe es uns selbst den lebendigen Gegenbeweis überhaupt nicht. Das ist die schizophrene Abspaltung unseres modernen Denkens von der Natur, der letztendlich zu dieser ökologischen und psychologischen Katastrophe geführt hat, vor der Burkhard Heim schon gewarnt hat und in der wir jetzt mittendrin stecken. Nur indem wir lernen, Verstand und Gefühl wieder in Einklang zu setzen, können wir zu einer neuen, echten Wissenschaft, einem echten Naturverständnis und einem nachhaltigen Handeln kommen, das diese Spaltung wirklich überwinden wird. In 6 Dimensionen und in Farbe.